Und Verkehrsservice, 14 Uhr und gleich 4 Minuten. Wien, da gibt es Verzögerungen wegen Bauarbeiten am äußeren Gürtel, abschnittweise zwischen Alserstraße und Eichenstraße. Die Westeinfahrt begleitet uns den Sommer durch, abschnittweise zwischen Obersankt Veit und Ruckergasse. B12 Brunnerstraße bei der Ketzergasse melden Radio Burgenland-Hörer Stau nach einem Unfall. Fahren Sie vorsichtig, gute und sichere Fahrt. Der Radio Burgenland Nachmittag mit Gerhard Kramer. Schönen Donnerstagnachmittag. Bei mir in Kürze zu Gast Gilbert mit seiner neuen CD. Bellamy Brothers hier im Radio Burgenland Nachmittag. Wir haben es angekündigt. Er ist jetzt vor wenigen Augenblicken ins Studio gekommen und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Gilbert. Hallo, grüß dich. Hallo, liebe Hörer von Radio Burgenland. Wie war die Anreise? Ja, ein bisschen kolpert hat's, aber wir sind angekommen, Gott sei Dank. Alles okay. Wir freuen uns und du hast im Handgepäck 12 cm, weil 12 cm, ein schönes Stück vom Himmel, ein schönes Stück Musik mitgebracht. Ja, war ein hartes Stück vor allem auch, weil es doch länger gedauert hat, durch meine gesundheitliche Geschichte letztes Jahr mit der Borreliose und so, was mir außer Gefecht gesetzt hat, aber gut Ding braucht Weile, wie man so schön sagt. Jetzt habe ich es geschafft, heuer das fertig zu machen und jetzt ist es da. Wunderschönes Album, ein neues. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Wie ist denn losgegangen? Wie bist du denn aufs Singen gekommen? Wow, das ist eine gute Frage. Ich bin in eine sehr musikalische Familie reingewachsen. Meine Mama, die hat über 40 Jahre auf der Bühne gestanden, haben mich natürlich da sofort in das Ganze irgendwie integriert, haben gemerkt, ah, der kann singen, der ist sehr talentiert,
So habe ich halt dann Ziehharmonika gelernt, so eigentlich das Übliche. Mit 7, 8 Jahren habe ich Heintje-Lieder gesungen auf der Bühne, was man eigentlich nicht vermuten würde, wenn man die Stimme jetzt hört. Und habe mit 12, 13 eine Band gegründet, habe angefangen Lieder zu schreiben, habe als Profimusiker gearbeitet und habe dann im Prinzip eigentlich über viele Jahre professionell Musik gemacht. Nur irgendwann mich dann einmal verabschiedet von der Bühne, wollte eigentlich nur noch schreiben und texten. Und da sind mir dann ein paar so Sachen passiert, wie eben das allererste Lied, das mich im Prinzip dann dahergebracht hat, wo ich heute wieder bin jetzt. Und zwar das Lied, was ich geschrieben habe für meinen Song damals, Du mein kleiner Freund, hat der Produzent irgendwie aufgegriffen und hat mich überredet fast. Da hat er gesagt, komm, da machen wir was draus. Und ich gesagt, okay, schauen wir mal. Und das hat eben so irgendwie Eigendynamik entwickelt, dass ich dann ein eigenes Album aufgenommen habe und eine Solokarriere begonnen habe vor knapp 10 Jahren. Und das ist jetzt mittlerweile in 10 Jahren schon das 12. Album. Mit dem Titel Ein Stück vom Himmel und der aktuellen Single Durchgebrannt. Ja. Bezieht sich das auf den heurigen Sommer, oder? Könnte sich's auch, gell? Ich meine, das merkt sich bei diesen krassen Unterschieden oft, dass man bei einem selber die Sicherungen durchbrennen könnten. Nein, es ist, wie soll ich sagen, eine wunderschöne Abtempo-Nummer, die im Prinzip eigentlich einfach was erzählt, dass da ich ja sehr autobiografisch bin bei vielen Liedern, der Gilbert am Ende des Tages wieder mal nicht ganz so brav war und dann hat irgendwann die Freundin gesagt, okay, jetzt reicht's und dann ist man durchgebrannt. Du warst mein Lachen und du warst mein Weinen, mit uns beiden, das war Leben, pures Glück, doch kam zum Glimmen. Du bist einfach durchgebrannt, wie ein Blatt im Wind treibt es mich ohne Ziel durch die Nacht. Alle Zeichen und Sturm zwischen Himmel und Hölle entfacht. Total aufgebracht, bist einfach so. Du bist einfach durchgebrannt, mein Gedankenspiel treibt mich ganz ohne Ziel durch die Nacht. Alle Zeichen und Sturm zwischen Himmel und Hölle entfacht. Total aufgebracht, bist einfach so. Es fehlen deine Farben, es fehlen deine Lieder. Dieses Gefühl zeigt mir, du bist ein Teil von mir. Sitz schweigend da,
Wir kennen den Titel ja schon hier auf Radio Burgenland, der läuft schon und ich glaube nicht nur bei uns mit Erfolg. Wow, ja, das ist unglaublich. Ich hätte mir das wirklich nicht gedacht. Wir haben im Vorfeld ja schwere Diskussionen gehabt, was ja immer so bei der ersten, das neue Album, das ist immer das Beste und jetzt die erste Single und dann die gehen natürlich die Meinungen auseinander. Aber in Österreich, glaube ich, in 3 Wochen sind wir in die Airplays auf 1 reingefahren, super. In Deutschland mittlerweile auch ganz, ganz vorn. Ich glaube, seit Sonntag sogar in den Epos, also in den Gesamt-Hitparaden-Charts auf Platz 1. Also toll, ich freue mich riesig. Bedanke mich an der Stelle bei allen Fans, die da immer toll mitvoten auch. Das ist sehr super. 12 Titel sind es geworden. Ja. Sehr unterschiedliche, nicht nur Gilbert, der von der ersten Sekunde bis zur letzten durchrockt, sondern der auch mal zur akustischen greift. Ja, ist ganz wichtig. Im Prinzip bin ich ja eigentlich eher der ruhige Typ, Ballansänger. Und das liebe ich, trifft sich da drauf so wunderbar auch immer wieder, wo sich der Kreis auch schließt, einmal textlich und vor allem eben auch musikalisch, wo ich wirklich mit so tollen Leuten im Studio arbeiten kann, wie mit einem Johann Tanzen zum Beispiel. Und da muss man das dann irgendwie schon ausnützen, wenn man diese Palette an super Studiomusikern hat, das irgendwie auch zu integrieren in den Songs. Erinnerst du dich, habe ich jetzt aufgelegt, worum geht's denn in dem Song? Ja, ich erinnere mich einfach an eine wunderschöne Zeit mit einer wunderbaren Frau, mit einem Lebensmenschen. An eine wunderschöne Zeit am Meer. Da haben wir einfach sehr, sehr viel schöne Spaziergänge gemacht, haben uns wohlgefühlt und das tragen wir mit. Und das haben wir gedacht, das muss ich jetzt irgendwie musikalisch verarbeiten. Radio Burgenland. Seh uns noch heute, wir beide verspielenden Dünen. Unser Glück war unbeschreiblich grenzenlos. Man tanzt dich verrückt, die Nacht zu drehen, lächeln im Licht, deine Augen leuchten sie. Wunderschön. Erinnerst du dich, wir zwei waren den ganzen Tag im Meer. Wir waren verliebt und noch viel mehr. Das Leben fiel uns nicht wirklich schwer. Erinnerst du dich, wir zwei beten unser Traumgefühl. Verzaubertes, buntes Farbenspiel. Vertrauen. Das von damals, die machen mich heute oft traurig, denn sie zeigen mir, wie schön es einfach war. Ich kann dich wie damals noch immer spüren, sowas wie dich wird mein Herz nie mehr berühren. Erinnerst du dich, wir zwei waren den ganzen Tag im Meer. Wir waren verliebt und noch viel mehr. Das Leben fiel uns nicht wirklich schwer. Erinnerst du dich, wir zwei lebten unser Traumgefühl. Verzaubertes, buntes Farbenspiel. Vertrauen. Wie damals noch immer spüren, sowas wie dich wird mein Herz nie mehr berühren. Mehr berühren. Erinnerst du dich, wir zwei waren den ganzen Tag im Meer. Wir waren verliebt und noch viel mehr. Das Leben fiel uns. Erinnerst du dich, wir zwei lebten unser Traumgefühl, verzaubertes, buntes Farbenspiel, vertraut ins Nachziehen. Erinnerst du dich? Der Blick zurück
Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen nach vor, Gilbert. 10 Jahre, 12 Alben, tolle Bilanz. Für die nächsten 10 Jahre wieder 12 Alben geplant? Ja, schauen wir mal. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Das ist, denke ich, immer. Und die Motivation, solange ich motiviert bin und Freude habe und vor allem immer auch die Ideen habe, möchte ich das weitermachen, weil es mir einfach riesen Spaß macht. Und ja, ganze Menge vor natürlich jetzt die Promotion in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Gepaart mit Live-Auftritten, dazwischen auch Fernsehen, also Gott morgen, heute leben heißt es. Mhm, 17:30 Uhr. Genau, dann nächste TV-Geschichte ist dann im Herbst, im September, die Starnacht in der Wachau, wo ich mich riesig freue auch. Und. Ein tolles Projekt, was ich seit letztem Jahr Dezember angefangen habe, ist Gilbert Unplugged, wo ich heuer weiterführe und nächstes Jahr österreichweit auch ausweiten möchte. Vielleicht, dass wir im Burgenland irgendwo einmal das Konzert spielen. Also mir wäre nicht langweilig. Heißt das, dass Veränderung und das Suchen nach Neuem für dich so selbstverständlich ist wie das Zähneputzen in der Früh? Ganz wichtig. Das ist wie das Salz im Meer, gehört dazu zu mir, auch wenn es oft spannend ist, nicht immer funktioniert. Aber das gehört dazu, das ist diese Achterbahn und auf der bewege ich mich. Wenn ich unten bin, dann wieder nach oben und wenn ich oben bin, geht es halt manchmal wieder mal durch, aber das gehört dazu. Und dann kommt so ein Titel raus, wie wollte mich ändern? Ja, du sagst es, das schließt den Kreis. Also ich glaube, jeden von uns ist im Leben schon mal so gegangen, dass er irgendwas an sich selber ändern wollte und versucht hat, das irgendwer umzusetzen, nur es hat nicht funktioniert. Und dann denkst du, das darf nicht wahr sein. So viele Dinge habe ich geschafft, nur das nicht. Irgendwann kommt dann die Zeit, wo du am Ende des Tages dastehst und sagst so, ich lasse es jetzt einfach so, wie das ist und gut ist so. Und ich nehme mich so an, wie ich bin. Und darum passt alles am Ende des Tages wieder. Wollte mich ändern.
Unser Gast heute im Radio Burgenland Nachmittag, Gilbert, mit seiner neuen aktuellen CD, die gleich fulminant auf 1 eingestiegen ist, ein Stück vom Himmel. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt mal toi, toi, toi für diese Nummer 12. Das Dutzend ist voll. Gesund bleiben. Das ist das Wichtigste da. Ich habe die Erfahrung hinter mir gehabt und ich hoffe, ich klopfe auf Holz. Ich wünsche es dir ebenfalls und natürlich allen Hörern von Radio Burgenland. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. Servus. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone.